So, guten Abend. Noch einmal. Kommen zum Sutta-Austausch. Ja. Während ich da den Text raussuche, konnte ich überlegen, ob er was, euch was zu fragen übrig geblieben ist vom letzten Mal oder ob ihr eventuell sogar vorlesen wollt. Wir im nächsten Teil unserer Samadhi-Sutta. Möchte jemand vorlesen? Wir möchten gerne vorlesen, oder ich? Bitte. Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Aber Freund, ist noch eine andere Erklärung möglich, wie jemand ein edler Schüler ist, der effiziente Ansicht hat, dessen Ansicht geradlinig geworden ist, der vervollkommnete Zuversicht zu Dhamma hat und zu wahrem Dhamma gelangt ist? Das ist durchaus möglich, Freund. Ein edler Schüler versteht Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Das Entstehen von Begrifflichkeit und Körperlichkeit, das Aufhören von Begrifflichkeit und Körperlichkeit und die Praxis, die zum Aufhören von Begrifflichkeit und Körperlichkeit führt. Auch insofern ist jemand ein edler Schüler, der effiziente Ansicht hat, dessen Ansicht geradlinig geworden ist, der vervollkommnete Zuversicht zu Dhamma hat und zu wahrem Dhamma gelangt ist. Aber was sind Begrifflichkeit und Körperlichkeit? Was ist das Entstehen von Begrifflichkeit und Körperlichkeit? Was ist das Aufhören von Begrifflichkeit und Körperlichkeit? Und was ist die Praxis, die zum Aufhören von Begrifflichkeit und Körperlichkeit führt? Was sind Begrifflichkeit und Körperlichkeit? Empfinden, Wahrnehmung, Absicht, Kontakt, Aufmerksamkeit. Das nennt man Begrifflichkeit. Die vier Elemente und die von den vier Elementen abhängige Körperlichkeit. Das nennt man Körperlichkeit. Die Begrifflichkeit und Körperlichkeit entstehen durch Bewusstsein. Die Begrifflichkeit und Körperlichkeit hören auf, wenn Bewusstsein aufhört. Und die Praxis, die zum Aufhören der Begrifflichkeit und Körperlichkeit führt, ist einfach dieser edle achtfache Pfad, nämlich effiziente Ansicht, effiziente Einstellung, effiziente Rede, effizientes Handeln, effizienter Lebenserwerb, effizientes Bemühen, effiziente Achtsamkeit und effiziente Sammlung. Das nennt man die Übung, die zum Aufhören der Begrifflichkeit und Körperlichkeit führt. Ein edler Schüler versteht so die Begrifflichkeit und Körperlichkeit, das Entstehen der Begrifflichkeit und Körperlichkeit, das Aufhören der Begrifflichkeit und Körperlichkeit und die Praxis, die zum Aufhören der Begrifflichkeit und Körperlichkeit führt. Er hat die Gierneigung vollständig zum Schwinden gebracht, die Widerstandsneigung vollständig ausgetrieben und die Neigung zur Ansicht und Einbildung, ich bin, entwurzelt. Er hat Nichtwissen zum Schwinden gebracht, Wissen aufgebaut und macht Dukkha schon hier und jetzt ein Ende. Auch insofern ist jemand ein edler Schüler, der effiziente Ansicht hat, dessen Ansicht geradlinig geworden ist, der vervollkommnete Zuversicht zu Dhamma hat und zu wahrem Dhamma gelangt ist. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Ja, da einmal
Eine wunderbare Erklärung vom ehrwürdigen Sariputta. Und jetzt sind wir eben an der Stelle angelangt, wo Nama Rupa, Begrifflichkeit und Körperlichkeit hier in diese sonst von den vier edlen Wahrheiten bekannte Vierfachformel eingesetzt wird. In dem uns jetzt schon vertrauten Kontext, dass ein Verstehen dieses Vierfachschemas auch im Zusammenhang mit Begrifflichkeit und Körperlichkeit zu effizienter Ansicht gezählt werden kann. Und dass das eben eine Ansicht ist, die, wenn sie zusammenwirken kann und darf, in ihrem achtfachen Pfadkontext dann auch tatsächlich zum Überwinden der Neigungen zu einer Dukkha-Befreiung schon hier und jetzt führen kann und natürlich auch zu einer Dukkha-Befreiung im Sinne des Versiegens der Wiedergeburt. Dann haben wir hier, und wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch natürlich immer zwischenmelden, hier das letzte Mal schon besprochene Definition von Nama Rupa, Begrifflichkeit und Körperlichkeit, warum ich das hier so ein bisschen eigensinnig Begrifflichkeit nenne, haben wir auch das letzte Mal schon ein bisschen besprochen. Und hier sehen wir wieder die fünf berühmten Nama-Faktoren, die auch der ehrwürdige Sariputta hier in die Definition einfügt. Empfinden, Wahrnehmung, Absicht, Kontakt, Aufmerksamkeit. Also ein Set, das durchaus uns zumindest teilweise vertraut ist oder ähnlich erscheinen wird aus unserer sonst so omnipräsenten Fünf-Kanda-Übung, ne, Empfinden und Wahrnehmen. Das ist da sowieso eins zu eins das Gleiche. Und Absicht, Chetana, hat durchaus eine Ähnlichkeit mit den Aktivitätsimpulsen. Hier vielleicht noch mehr die qualitative Einfärbung der Aktivitätsimpulse. Als Absicht, die eben heilsam oder nicht heilsam sein kann. Und Kontakt und Aufmerksamkeit werden hier auch erwähnt. Aufmerksamkeit einfach als dieser Teil unseres Erlebens, würde ich sagen, wo entschieden wird, was in den Mittelpunkt des Interesses und des Erlebens gestellt wird. Ja, das ist jetzt manchmal selektiv bewusst steuerbar, wenn ich am Anfang jeder Meditation sage, jetzt richten wir die Aufmerksamkeit auf den Atem, ist das so ein Beispiel, ne, dass wir dieses Rohmaterial von Manasikara, das sonst eher da so fröhlich vor sich hin hüpft von Ast zu Ast wie ein wildes Vögelchen im Garten, dass wir anfangen, das zu zähmen und zu unseren Zwecken zu gebrauchen, ne? Und dann sozusagen da aus dem Wildtier ein Nutztier machen, das immer noch vielleicht nicht zu 100% das macht, was wir uns wünschen, aber doch zu einem gewissen Ausmaß, je nachdem, wie viel Geduld und Ausdauer wir da reinstecken, eine gewisse Trainierbarkeit aufweist. Und diese fünf zusammen bilden jetzt eben so etwas wie die interpretierende Instanz in unserem Leben, die verarbeitende Instanz, könnte man auch sagen, die vielleicht, wenn man sich das so vorstellen mag, ja, vermittelt zwischen Körperlichkeit und Bewusstsein oder auch die Bewusstseinsinhalte, Bewusstseins Begriffe eben darstellt. Ne? Darum habe ich auch mein Versuch, das einzufangen in dem Wort Begrifflichkeit, das heißt natürlich ein bisschen ein Kunstwort ist, aber ehrlich gesagt auch Körperlichkeit ist nicht ein Wort, das wir so im alltäglichen Sprachgebrauch wirklich verwenden würden. Und die Nachsilbigkeit drückt eben immer aus, dass die davor erwähnte Eigenschaft hier eben quasi zu einem größeren Begriff in ein Wort geschmolzen wird.
Also Begrifflichkeit und Körperlichkeit wurden hier definiert. Begrifflichkeit haben wir schon, Körperlichkeit. Hier eine Definition, die so ein bisschen Sutter-typisch ist, weil es vielleicht nicht so, ja, an der Stelle, halt immer wenn Rupa definiert wird, wird es eigentlich so definiert, zumindest im Kontext der bedingten Entstehung, wird hier jetzt gesagt, die vier Elemente, die Mahabhutas und die von den vier Elementen abhängige Körperlichkeit. Also Körperlichkeit wird definiert als die vier Elemente und das, was die vier Elemente dann, das, was von den vier Elementen abhängig ist, aber eben auch wieder nur das Wort Körperlichkeit verwendet. Ja. Hier als allerletztes für die, die sich fürs Pali interessieren. Upadaya Rupang. So. Upadaya heißt abhängig von und Rupang eben haben wir hier jetzt als Körperlichkeit übersetzt. Aber wir können da immerhin daraus ablesen, dass es was mit den vier Elementen zu tun hat. Es die vier Elemente selber sind, aber auch das, was die vier Elemente jetzt hier im Kontext von Nama Rupa beitragen. Oder das, was von den vier Elementen ganz direkt abhängig ist in diesem Erlebensprozess. Gibt es dazu vielleicht mal was zu fragen oder anzumerken? Ja, ich habe eine Frage. Bitte. Also dieser Begriff Vijnana, bezieht der sich ausschließlich auf die Sinnesorgane oder auch auf das Erleben von den anderen Dingen, die da gelistet sind? Aber es gibt ja dann dieses Sinnesbewusstsein. Ein Ja. Sinneskontakt entsteht das Sinnesbewusstsein. Und dann wird durch den Sinneskontakt dann ein Gefühl ausgelöst. Und zählt man dann das Gefühl durch einen Seheindruck auch in das Sehbewusstsein? Ja, also dem Kategorisieren zuliebe zählt man es immer in das Bewusstsein, von dem es ausgegangen ist oder in dem es quasi inkludiert ist, wie du richtig gesagt hast. Also wenn durchs Auge induziert ein Augenbewusstsein entsteht, dann wird auch von einem Augenkontakt und einem Augen Wahrnehmung und so weiter gesprochen. Aber natürlich ist das dann schon auch sowas wie eine geistige Verarbeitung. Ja? Aber das ist jetzt, wenn es so vom Augenbewusstsein ausgehend weiter dann auch aufs Auge bezogen wird, dann bezieht sich das natürlich eher auf die Herkunft des ganzen Erlebens als darauf, dass jetzt das Auge als physisches Organ selber da irgendwie eine Parallelveranstaltung im geistigen Verarbeiten abzieht. Und wenn dann da so ein, ja, so ein Ich-Gefühl entsteht, dann lebt dieses Ich-Gefühl ja nicht in einem dieser Sinnes-Vijnanas, weil welches soll es denn davon sein? Sondern das wird ja irgendwie anders. Bitte? Ja, es lebt auch in einem dieser sechs Sinnes-Vijnanas, sonst hat es ja quasi keinen Platz zu leben. Natürlich immer im Verbund mit den beiden anderen, nämlich hier Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Und diese Begrifflichkeit und Körperlichkeit, das wird dann einfach direkt erlebt oder ist das auch irgendwie kategorisiert in irgendein Bewusstsein oder wird das auch noch irgendein Bewusstsein reingesteckt, um das dann zu beschreiben? Weil das wird halt immer so als Paar genannt, Begrifflichkeit und Körperlichkeit und Vijnana dann halt als Gegenstütze. Und das heißt, das Ja, Bewusstsein. man muss das ein bisschen vielleicht erlebnisrelevanter denken. Diese Aufteilung ist ja keine von voneinander wasserdicht getrennten Dingen, sondern nur ein Versuch, das, was wir erleben, ein bisschen aufzufächern, damit wir das besser verstehen können. Ja, aber immer wenn Bewusstsein erlebt, erlebt es
im Zusammenspiel mit Begrifflichkeit und Körperlichkeit etwas. Das geht, also Okay. diese drei, das Zusammenspiel dieser drei beschreibt das zusammen, das ganze Erlebensrepertoire. Also darum ist es eben oft einfacher, das über die fünf Khandhas zu verstehen. Na, da haben wir auch Körperlichkeit, dann dieses Mitteltrio von Empfinden, Wahrnehmen, Aktivitätsimpuls und Bewusstsein. Ne? Und da ist es auch so, dass wir das der Analyse zuliebe schon mal auseinanderteilen, damit wir es einzeln beobachten können. Aber auch während dieser Beobachtung fällt uns dann ja schnell auf, dass wir die nicht wirklich voneinander isolieren können. Ne? Die arbeiten immer irgendwie zusammen. Sind jetzt nur ein Versuch, diesen Erlebensprozess von verschiedenen Warten aus zu betrachten. Okay, danke. Und hier in diesem Kontext eben nochmal besonders interessant, ja, was für Eigenschaften diese drei Bausteine, diese drei Baublöcke des Erlebens so halt haben. Ich finde es so spannend, weil wir machen es ja schon Schritt für Schritt, aber wie immer wieder, es heißt, die Praxis ist einfach dieser edle achtfache Pfad. Also wie sich das immer wieder Schicht um Schicht aufbaut, aufbaut. So nach dem Motto, hey, egal was da ist, du hast den Ausschnitt, du hast den Ausschnitt. Aber es ist, die Übung ist der edle achtfache Pfad. Und wie das so über die Sutte hinweg immer präsenter und immer eingängiger wird, einfach durch diese Wiederholungen, die da sind, wie die ganzen, die ganze Form einfach auch schon sich einprägt, dann ist es halt wieder ein anderer Teilstreckenabschnitt, aber es wird so einmassiert und das finde ich so fantastisch. Ja, es Ja. wird auch wieder immer wieder auf sich zurückgeworfen, weil was wir hier ja jetzt besprechen, ist ja per Definition effiziente Ansicht. Und von der effizienten Ansicht wird gleichzeitig auch gesagt, das ist das, was gemacht werden soll als Vorläufer der anderen heilsamen Eigenschaften, die im achtfachen Pfad kultiviert werden sollen, um das Ganze dann wirklich in die Tat umzusetzen. Ja, aber worum es hier in der Quintessenz eigentlich ja geht, ist aufzuzeigen, dass Begrifflichkeit und Körperlichkeit nicht per se einfach in ihrer Herrlichkeit da unabhängig von irgendwas in der Luft schweben, sondern immer wieder eine Ursache brauchen, um überhaupt funktionieren zu können. Ja, und das ist ja eigentlich, das klingt jetzt vielleicht alles so imposant kompliziert. Aber eigentlich ja das Einfachste der Welt zu sagen, dass ich Begriffe und Körperliches erlebe, dazu muss ich überhaupt mal was erleben. Es muss Erleben stattfinden, damit es Erlebensinhalte gibt. Ne? Eigentlich jetzt offensichtlich, wenn man das so sieht. Und dennoch eine Ansicht, die, wenn wir sie in den richtigen Hals bekommen, wenn wir sie im Rahmen einer Gesamtpraxis des achtfachen Pfades mit rechter Achtsamkeit und recht gesammeltem Geist und das Ganze halt schön einordnen können, so dass es auf uns wirken kann, so dass wir es begreifen können, dann eben ein enormes Befreiungspotenzial hat. Ja? Also wir reden da jetzt ja auch schon die letzten Male immer auch von zwei Verständnismöglichkeiten, zwei Interpretationsmöglichkeiten. Das soll natürlich auch hier nicht unerwähnt bleiben. Ich werde euch dann halt gleich noch eine andere Sutta-Stelle zeigen, die das verdeutlicht, weil hier natürlich mit dem Aufhören von Begrifflichkeit und Körperlichkeit durch das Aufhören von Bewusstsein auch gemeint ist, dass das sansarische Erleben überhaupt tatsächlich auch aufhören kann. Dass alles Wahrnehmen und Empfinden und irgendetwas hart oder heiß und kalt oder sonst wie
erleben, dass das völlig aufhören kann, wenn Bewusstsein aufhört. Und das allein kann uns schon irgendwie den Atem rauben. Nur diese Vorstellung, dass es möglich ist, dass alle diese herrlichen Begriffe und so echten Elemente, Eindrücke einfach aufhören können. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, das in einem der Male davor, vielleicht direkt beim letzten Mal, hatten wir gehört, dass wenn das Bewusstsein und dazu kommt zu einem Körper, dass es dann zur Geburt kommt. Also Ja, so als quasi der ähnlich. Das Empfänger. wollte ich gerade aufschlagen. Und dazu habe ich eine Frage, weil. Ja, dann lesen wir es doch zuerst nochmal durch, weil Okay. es ist auch nicht Körper, sondern Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Wer möchte es denn gerne lesen? Ich lese es. Ja, bitte. Bewusstsein ist eine Bedingung für Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Das habe ich gesagt. Eine Art zu verstehen, wie das gemeint ist, ist diese. Wenn kein Bewusstsein im Mutterleib empfangen würde, würden dann Begrifflichkeit und Körperlichkeit sich dort ausformen? Nein, Herr. Wenn Bewusstsein im Mutterleib empfangen würde und dann verloren ginge, würden dann Begrifflichkeit und Körperlichkeit in eine Existenz hineingeboren werden? Nein, Herr. Wenn das Bewusstsein eines kleinen Kindes abgeschnitten würde, würden dann Begrifflichkeit und Körperlichkeit wachsen, größer werden und zur Reife kommen? Nein, Herr. Darum ist das der Grund, die Quelle, der Ursprung und die Ursache für Begrifflichkeit und Körperlichkeit, nämlich Bewusstsein. Begrifflichkeit und Körperlichkeit sind eine Bedingung für Bewusstsein. Das habe ich gesagt. Eine Art zu verstehen, wie das gemeint ist, ist diese. Wenn Bewusstsein in Begrifflichkeit und Körperlichkeit einen Halt fände, gäbe es dann das Zustandekommen des Ursprungs des Leidens, das Zustandekommen von Geburt, Alter und Tod in der Zukunft? Nein, Herr. Darum ist das der Grund, die Quelle, der Ursprung und die Ursache für Bewusstsein, nämlich Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Nur insofern kann da jemand geboren werden, alt werden, sterben, verscheiden oder wiedererscheinen. Nur so weit erstreckt sich der Geltungsbereich von Benennen, Ausdrucksweise und Beschreibung. Erstreckt sich der Bereich der Weisheit, setzt sich der Kreislauf der Geburten fort, so wie es beschrieben werden kann, nämlich Begrifflichkeit und Körperlichkeit zusammen mit Bewusstsein. Ja, danke dir fürs Vorlesen. Die Frage, die ich hatte, die bezieht sich auf gleich den Satz, wenn kein Bewusstsein im Mutterleib empfangen wurde, beziehungsweise das Bewusstsein überhaupt im Mutterleib empfangen wird. Und ich habe mich gefragt, bewegt sich das mit so einem Geistkörper, geistgeschaffenen Körper aufgrund von so einem von dem Daseinstrieb irgendwie dahin oder entsteht es einfach sofort da? Auf welchem Medium sozusagen? Ja. Tja, das wird hier nicht weiter behandelt. Es gibt eine andere Sutta-Stelle, wo es tatsächlich ein bisschen so klingt, ne? Dass da so ein Zwischenwesen, ein Gandapa dann dazukommt, wenn der richtige Befruchtungszeitpunkt da ist. Der Buddha hat das nicht so jetzt mechanisch explizit besprochen. Ja?
wie wir uns da jetzt einen Reim dazu machen, wie das dann aktuell funktioniert, kann man alle möglichen Modelle aufbauen, ne? Dass das so ein geistgemachter Zwischenkörper ist, der dann dahin schwebt. Oder vielleicht funktioniert es auch irgendwie ganz unmittelbar, das Bewusstsein eben da irgendwie hinspringt. Ne? Es geht ja eigentlich nur darum, dass Bewusstsein ist ja auch zumindest in dem Fall hier, wo es einen neuen Mutterleib und eine neue Begrifflichkeit und Körperlichkeit sucht, nicht ein unbeschriebenes Blatt, sondern hat schon eine karmisch aufgeladene Stoßrichtung, in die es sich weiter bewegt, aufgrund der gesammelten Erfahrungen und Absichten und Karma eben, ne? Und insofern muss bewusst sein, wie immer das dann mechanisch funktioniert, um weiter bestehen zu können, und das will es ja, solange das Daseinsverlangen da ist, sich in einer Begrifflichkeit und Körperlichkeit weiter bewegen. Und hier in dieser Sutta wird eigentlich jetzt erstmal darauf hingewiesen, dass Bewusstsein eben eine Bedingung ist für Namarupa, was ja jetzt auch genau in unserer Samadhi-Sutta gerade erwähnt wird. Und wird hier versucht, einfach nochmal zu erklären, dass Nama Rupa als ja die Fähigkeit, sich Begriffe zu machen, und die Fähigkeit, die stummen, einfach nur da rumkugelnden vier Elemente irgendwie ins Erleben mit einzubeziehen, braucht es natürlich die Fähigkeit, dass Erleben stattfindet. Ja, das wird hier eigentlich einfach gesagt. Dass Begrifflichkeit und Körperlichkeit nur dann funktionieren, wenn Bewusstsein dazukommt. Wenn das Bewusstsein aus irgendeinem Grund dann wieder weggeht, dann kann man das auch nicht mehr Begrifflichkeit und Körperlichkeit nennen. Dann ist da vielleicht noch irgendein Zellhaufen oder irgendein ausgeformtes Körperchen, aber wenn das Bewusstsein da nicht mehr drin arbeitet, dann ist ja logisch, dass wir das auch nicht mehr Begrifflichkeit und Körperlichkeit nennen können. Dann ist es einfach nur noch ein toter Vier-Elemente-Klumpen, der aber nicht mehr zur Körperlichkeit und der Begrifflichkeit in der Lage ist. Und der zweite interessante Punkt hier, dass der Buddha das dann hier auch noch umdreht und sagt, dass nicht nur Bewusstsein die Ursache ist für Begrifflichkeit und Körperlichkeit, sondern auch Begrifflichkeit und Körperlichkeit die Ursache sind für Bewusstsein. Ja, weil wenn Bewusstsein nirgends irgendwo auf der ganzen Welt in Begrifflichkeit und Körperlichkeit einen Halt fände, dann könnte es auch nicht weiter funktionieren. Ja, Bewusstsein ist nur vorstellbar im Kombipack mit Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Das ist auch so ein bisschen mein Versuch gewesen, diese Notwendigkeit des Zusammenspiels begreiflich zu machen mit dieser Satzmetapher. Man sagt, jeder Satz braucht diese Grundbausteine, damit es einen logischen Satz ergibt. Man braucht ein Subjekt und ein Prädikat und ein Objekt. Ja? Genauso braucht das Erleben, damit es überhaupt funktioniert, Bewusstsein, diese Subjektperspektive und dem Gegenüber, wenn man so will, das Objekt in Körperlichkeit und dann dieses die Beschreibung, was die beiden miteinander machen und wie sie zueinander in Beziehung stehen, durch die Begrifflichkeit in der Mitte. Darf ich dazu auch noch was fragen? Ja, Weil bitte. genau diese Stelle hat mich auch aufhorchen lassen, wenn kein Bewusstsein im Mutterleib empfangen würde. Und auch wie du gerade sagtest, dass Begrifflichkeit und Körperlichkeit eine Bedingung für Bewusstsein sind. Das heißt ja, dass Bewusstsein vorher, vor diesem Wiedererscheinungsprozess alleine nicht existieren kann und dass da irgendein Zwischenbereich
sein muss, denn sonst wird das ja auch in Widerspruch treten zu dieser MN38, die habe ich gut in Erinnerung, wo der Fischer so ein Sati vom Buddha so zurechtgewiesen wurde, genau für diese Aussage, dass da ein unveränderliches Bewusstsein sich von Existenz zu Existenz bewegt. Ja, und dann ist für mich die Frage aufgetreten, was ist denn das für ein Zwischenbereich, wo Ne, Bewusstsein Moment, darf abhängig ist? ich da kurz dazwischen fahren? Weil der Zwischenbereich ist nicht unbedingt das, was der Sati falsch verstanden hat. Also Zwischenbereich schön und gut, das kann man sich alles irgendwie so zurecht erklären, aber nur der Korrektheit halber, das Missverständnis vom Fischersohn Sati war ja, dass es das Bewusstsein schon was ist wie eine unabhängige und beständige Instanz. Ja? Also er hat das für zwar kaschiert, mit anderen Worten, aber hat es für ihn selbst gehalten. Und darauf hat der Buddha ja nichts anderes geantwortet, als darauf hinzuweisen, dass es bedingt von Ursachen abhängig ist. Und dann kommt ja als Erklärung wieder nichts anderes, als was wir hier haben. Also es kommt dann als Erklärung nicht, es gibt da so einen Zwischenboten, der das von A nach B trägt. Das können wir uns dazu überlegen, aber nur der Korrektheit halber wollte ich das erwähnen. Ja, ja, Ja. ja. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie macht sich Begrifflichkeit und Körperlichkeit, wie manifestiert sich das vor diesem, also, Na, mit dem oder in. Vor müssen wir, glaube ich, aufräumen, weil genau hier haben wir ja dieses Vorher-Nachher da eigentlich einen Todesstoß versetzt bekommen, weil es hier ja gegenseitig voneinander abhängig ist. Ja. Ich glaube, das ist das lineare Denken, das dem so Ja, im Weg also steht. man kann von Begrifflichkeit und Körperlichkeit nur sprechen, wenn Bewusstsein arbeitet, und man kann von Bewusstsein nur sprechen, wenn Begrifflichkeit und Körperlichkeit es auch ihm eine Bühne geben. Aber vielleicht muss man da ein bisschen die Prioritäten verschieben, weg von dem, ich will das jetzt irgendwie erklärt bekommen wie in einem Biologiebuch, wo wir das so gewohnt sind, dann kommen Samenzelle und Eizelle zusammen und wo kommt da jetzt noch die Bewusstseinszutat dazu oder so? Ja, es ist einfach hier, der Buddha will was ganz anderes erklären. Er will erklären, dass die Tatsache, dass wir erleben, abhängig ist davon, dass wir was erleben und dass wir es für etwas halten. Ja, das ist eigentlich eine andere Information als wie geht's vom Tod zur anderen Geburt irgendwie in einer biologieunterrichtsfähigen Zeichnung, wo dann irgendein Pfeil von A nach B geht. Also Buddha versucht hier einen logischen Zusammenhang zwischen diesen drei Grundbausteinen unseres Erlebens aufzuzeigen. Ich habe eigentlich nur eine allgemeine Bemerkung, weil ich das so eine wunderbar nüchterne Sutta finde, diese M9, also von Anfang an, als der ehrwürdige Sariputta schon den Kontakt erklärt, was Kontakt ist. Da geht es eigentlich um nichts anderes, als dass einfach nur es ist, so wie es ist. Es ist das Auge, das trifft auf ein Objekt und es entsteht Kontakt und das ist es. Also ohne diese ganzen Anhängsel noch in diesen ganzen Erklärungen ist das so, dass alles nur ist, was es ist, so wie es da steht. Auch der Vorgang von Geburt. Mit Geburt und Mutterleib und es ist eigentlich alles ziemlich direkt und man hat schnell auch die Neigung, da Ja, mehr dahinter zu suchen und das komplizierter zu machen, als dieses Erklärmodell entschuldige. Ja. einfach sagt, ja. Ja, entschuldige, wenn ich dich da jetzt so abschneide. Du hast dich leider ganz am Schluss schon gemeldet. Generell stimme ich dir dazu. Man kann das auch überinterpretieren, und andererseits, wenn es Sinn macht und uns ein praktisches Verständnis noch erhält, dann macht es auch Sinn, immer diese beiden
Begreifstränge parallel zu denken. Ne? Das eine jetzt hier, das ist eine Beschreibung des Wiedergeburtsprozesses, aber wenn es uns zusätzlich Aufschluss gibt darüber, wie Vijnana und Namarupa hier und jetzt zusammenarbeiten, umso besser. Gut, leider ist die Zeit jetzt aber schon abgelaufen. Aber wenn ihr noch Unklarheiten habt, dann schreibt es euch vielleicht auf, dass es euch merkt fürs nächste Mal und dann besprechen wir das weiter. Gut, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.